Hallo und willkommen zu Menschen, das Magazin. In Urlaub fahren, ausschlafen können, Zeit für sich, den Partner und die Kinder haben, das gehört eigentlich alles zum Leben dazu. Aber für manche Menschen ist es schier unmöglich, wenn sie beispielsweise ein unheilbar krankes Kind haben, das wahrscheinlich in absehbarer Zeit sterben muss. Das bedeutet auch immer eine große Belastung für die gesamte Familie. Entlastung können Sie dagegen hier finden, im Kinderhospiz Bärenherz. Für Tage oder auch für mehrere Wochen werden schwerstkranke Kinder und Jugendliche hier betreut. Außer den 6 großen Kinderzimmern gibt es auch 2 Apartments für Eltern. Das Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden ist kein Sterbehaus, sondern Anlaufstelle für Familien mit Kindern, deren Lebenserwartung begrenzt ist. Etwa 4000 Kinder erhalten jedes Jahr in Deutschland die Diagnose unheilbar. Die meisten werden von ihren Eltern gepflegt, die dadurch oft sehr belastet sind. Und sie wissen, im Bärenherz werden ihre Kinder genauso intensiv wie zu Hause versorgt und bekommen liebevolle Zuwendung. Die 12 ausgebildeten Kinderkrankenschwestern arbeiten in 3 Schichten. So ist für jedes Kind rund um die Uhr gesorgt. Das gegenseitige Vertrauen von Eltern und Pflegerinnen ist eine wichtige Voraussetzung für die Eltern, damit sie für einige Zeit ausspannen können. Ich empfinde es zum Beispiel sehr befriedigend zu sehen, dass zum Beispiel Eltern das Gefühl haben, dass ihre Kinder hier gut aufgehoben sind. Das heißt, die Zufriedenheit, die ich in den Augen der Eltern sehe, die geben mir was zurück, dass ich sage, ich habe heute eine sehr gute Arbeit geleistet. Und auf der anderen Seite sehe ich ja auch, wenn Eltern beschreiben, wie Kinder wirken, also auf sie wirken, wenn sie zufrieden sind. Und ich kann das zum Beispiel auch erreichen, obwohl die Eltern nicht da sind. Dann empfinde ich das auch als eine sehr befriedigende Aufgabe. Rashida und Abdel Karim Amshahid leben in Frankfurt. Ursprünglich stammen sie aus Marokko. Bei der Versorgung ihrer 4 Kinder sind sie beide gefordert, nicht selten 24 Stunden lang. Denn ihr jüngster Sohn Munir ist, aufgrund einer Chromosomenanomalie, schwerst behindert. Seine Lebenserwartung ist sehr begrenzt. Auch deshalb haben sich die Amshahids entschieden, ihren Sohn zu Hause zu pflegen. Er ist der Mittelpunkt der Familie und die 3 anderen Kinder kommen oft zu kurz. Seit Munir erkrankte, waren die Amshahids nicht mehr im Urlaub. Dieses Jahr werden sie zum ersten Mal wieder nach Marokko reisen, weil sie für Munir eine gute Bleibe gefunden haben. Wir sind sehr zufrieden mit den Krankenpflegerinnen, die dort sind. Die sind alles spezialisiert, professionell, die mit Munir umgehen. Laut meiner Erfahrung habe ich schon Fehler gehabt in Krankenhäusern, wo die Krankenpfleger nicht so darauf spezialisiert worden sind, solche Kinder zu betreuen. Sie konnten bei einem einwöchigen Urlaub an der Nordsee auftanken. Familie Hein war diesmal ausnahmsweise nur mit Miriam unterwegs. Ihre beiden kranken Kinder Marvin und Theresa waren in dieser Zeit im Bärenherz. Jetzt ist euer Urlaub auch zu Ende, ne? Ja. Hallo Miriam. Marvin ist 15, seine Schwester 13 Jahre alt. Die Geschwister haben eine sehr seltene Erkrankung, die sich erst nach dem ersten Lebensjahr ausprägte. Beide waren schon ein paar Mal für kurze Zeit im Bärenherz. Jetzt geht's heute nach Hause. Ja? Hm? Musst dich erstmal sortieren. Ja. Musst dich erstmal sortieren, Mückchen. Wir haben etwas gemacht, was wir für selbstverständlich halten. Es ist ja auch irgendwie immer im Hinterkopf, dass die Kinder ja möglicherweise nicht mehr sonderlich lange leben und dass das eigentlich ja irgendwie so ein Ende in Sicht ist. Ich denke, ich würde wahrscheinlich jetzt anders planen, wenn ich wüsste, dass die Kinder noch länger auf der Welt wären, dann würde ich mich jetzt so allmählich mal umgucken, dass sie vielleicht so mit 18 oder so die Familie dann doch verlassen, was andere ja auch machen. Weil
Ich denke, dass wir das auch irgendwann körperlich und psychisch vielleicht schon, aber körperlich einfach nicht mehr leisten können. Also überhaupt, dass es diese Einrichtung Kinderhospize gibt mittlerweile, ist für uns, glaube ich, eine riesige Bereicherung, weil man zwischendurch Zeiten hat, da ist man so K.O., so geschafft, dass man, es ist einem also wirklich schwindelig wird vor Müdigkeit und gerade, oder man selbst ist krank und gerade da, wo man die Entlastung brauchte, werden dann alle anderen auch noch krank. Das ist kaum zu bewältigen und so ambulant gibt es eigentlich sehr wenig Hilfe. Auch Miriam Ünver pflegt die dreijährige Tochter Edessa zu Hause. Auch für sie ist die Betreuung des behinderten Kindes selbstverständlich. Damit sich die vierjährige Schwester Gabriela nicht vernachlässigt fühlt, nimmt sich Vater Neil immer wieder ganz bewusst Zeit für die ältere Tochter. Ehepaare können solche Aufgaben nur bewältigen, wenn die Arbeitsteilung funktioniert und im Idealfall noch Verwandte aushelfen. Doch manchmal sind alle erschöpft. Bärenherz bzw. dieses Hospiz ist eine sehr große Entlastung für uns. Es ist eine sehr große Rückhalt, auch wenn es nicht immer hundertprozentig klappt, dass die Edessa aufgenommen wird. Es ist aber im Hinterkopf haben wir, wissen wir, dass jemand da ist, der für uns diese Entlastung abnehmen kann. Die Betreuung richtet sich immer nach den Bedürfnissen der Kinder und deren Familien. Die Eltern können sicher sein, dass die häuslichen Gewohnheiten beibehalten werden und die schwerstkranken Kinder möglichst wenig aus ihrem Rhythmus kommen. Hier wird ihnen Wärme und Zuversicht entgegengebracht. Im Snuselraum finden die Pflegerinnen mit den Kindern Ruhe und Entspannung. Herr Groh, die meisten Kinder, die hier bei Bärenherz betreut werden, haben ja nur eine verringerte Lebenserwartung. Was bedeutet das für die Betreuerinnen und Betreuer? Für die Betreuerinnen und Betreuer ist es wichtig, dass wir den Familien eine Lebensbegleitung geben können. Trotzdem ist es natürlich eine sehr schwere Aufgabe und auch für unsere Mitarbeiter schlimm, wenn ein Kind vor den Eltern verstirbt. Eine psychologische Betreuung, eine Supervision bieten wir an und hoffen, das dadurch aufzufangen. Wie sieht die Zukunft dieser Einrichtung aus? Wird sie sich weiterentwickeln? Bleibt es bei den 6 Plätzen? Wir werden im nächsten Jahr uns erweitern müssen. Wir sind für das Rhein-Main-Gebiet zuständig. Und wir haben zusätzlich Anfragen eben von Eltern, die teilbeatmete und vollbeatmete Kinder haben. Und das sind auch Klientel für uns, um die Eltern zu entlasten. Und hierzu erweitern wir uns eben auf 10 Plätze. Ja, Sie sind auch die einzige Einrichtung dieser Art für das ganze Rhein-Main-Gebiet. Wie viele Einrichtungen gibt es denn deutschlandweit? Also es gibt meines Wissens zurzeit 3 Kinderhospize in Deutschland. Da die Kinderhospizarbeit rein von Spenden abhängig ist, wird es auch noch etwas dauern, bis es mehr Kinderhospize gibt. Ist für ein Land wie Deutschland doch sicher sehr, sehr wenig, oder? Das ist zu wenig. Wünschenswert wäre eine grobmaschige Streuung von Kinderhospizen, sodass jedem Bürger auch in Deutschland, der es benötigt, auch ein Kinderhospiz zur Verfügung steht. Ganz herzlichen Dank, Herr Groh. Bitte schön. Ja, und ein Gefühl von Nestwärme und Geborgenheit, wie in diesem Snuselraum hier, das gehört auch zu jedem Traumhaus. Ganz egal, ob Sie es selber bauen oder bei der Aktion Mensch gewinnen.